Hallo. Du machst noch ein bisschen Musik dazu und dann ich ziehe noch den Bauch ein. Profi. Schere. Schneidet sogar. Umdenken. Kann man sich was abgucken von den Friseurinnen? Ah ja, genau, einfach Gehirn rum umkehren. Schreibt der Marc. Thank you.
Ey, ich habe auch hier Spiegel auf dem iPhone. Das muss für die Nachwelt festgehalten werden. Welche Nachwelt werde ich jetzt? Keine Ahnung. Den, wo es interessiert. In die Friseurgilde oder so. Do it yourself. Haare schneiden. Mit dem Coach. Ich muss nur gucken, dass ich noch genügend Akku habe, dass du mir dann hinten den Nacken. Hab ich schon. Ja. Du kannst aufladen. Oder? Ja, ich habe kein Ladegerät. Also, no risk, no fun. Ja, cool, wir können uns eigentlich mal ein bisschen entschlacken. Aber das klappt erstaunlich besser, als ich dachte. Poco Healer. Wird das auf jeden Fall dann als Multi? Ja, kannst du alles. Das vertrocknet dann so fast die Erde bis auf 3 cm ist. Alles so. Für die Mikroorganismen, weißt du? Wenn man das mulcht, dann kommen die Würmer, die Mikroorganismen zersetzen das. Dann dadurch kommen die kleinen Würmer hoch und dann kommen die großen Jäger, die wir haben wollen. Für richtige Luftlöcher. Ja. Meine Haare gleich mit dazu reinmachen. Stell dir mal wie bei Dune so vor, ne? Den Wüstenplanet, wo dann diese Monsterwürmer kommen, ne? Meinst du, wie viel THC da drin steckt? Oder so eine, Abbaustoffe. Eine Mikroebene, ne? Ja, wenn du das rauchst, bist du high, glaube ich. Wenn du keine Trinken bist. Nein, ja, nur rauchen kann man nicht. Sehr ungesund. Aber das klappt gut mit dem Ding. Also damals die Sarah, als die mir die Haare geschnitten hat, die hat es ehrlich gesagt nicht ganz so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich irgendwie selber besser. Boah, geil, oder? Synapsenmassiererei hier. Mit Strom. Hoffentlich grün. Wäre doch mal cool, Geräte zu erfinden, die sich nur noch mit grünem Strom aufladen lassen. Was? Mit grünem Strom, die gar nicht mehr mit Atomstrom sich aufladen lassen würden. So wie Stromsignatur, ne? Mhm. Mischen ist nicht wieder zusammen. Was? Die mischen ist doch zusammen, oder? Keine Ahnung. Und dann steht ja jetzt nicht auf deiner Schicke, wie raus, ob die alles Etikettenschwindel. Ja, guck mal hin. Soll ich mir hinten so ein Zöpfchen lassen? Mhm. Nee. Oben so ein Judenzöpfchen gefunden. Judenzöpfchen? Da können wir den Tank ausmachen. Ja, nee, lass mal. Ich möchte wieder aussehen wie ein normaler Mensch. Oder Panther. Wie dieser Panther werden, so chaosmäßig. Hier mal reinreißen, da mal so eine Bahn. Geh weg, du. Hab's noch nicht. Krieg's nicht gegriffen. Ah, jetzt. Ja, es ist. Also du müsstest mir gleich noch. Ist mal ein bisschen. Ja, ja, mach du mal. Ich hab's ohne gucken einfach nach Gefühl gemacht bei mir selber. Du brauchst es ja nicht wirklich sehen. Mit diesen Wirbeln ist halt witzig. Jetzt genau so im Kreis. Ja, ich hab da vorne und hinten hab ich ganz so einfach mit deinen Wirbeln. Hab ich, ja, ja, genau. Das sagt jeder. Wirbelsturm auf dem Kopf. Zwei davon. Gehen nie weg. Ich finde, dass der nicht gut geht. Ja, das, man muss sich halt in ihn reinfühlen. Ne? Ich hatte mal eine Schermaschine. Die für Schafe sogar. Mhm. Und damit hast du so einen Bundeswehrschnitt in 3 Sekunden. Ein ja, klar. Also ich, das, mit dem Ding, das geht nicht richtig. Probier noch was, oder? Dann kannst du auch selber jetzt hier so machen, irgendwie. Da brauche ich jetzt schon lange die rumfuchteln. Wie gesagt, man kann es eigentlich im Blindflug, kannst du dich ja alles auf dieselbe Größe selber so lange in alle Richtungen machen und dann wie das mit Wirbeln müssen. Ja. Ja, die Seiten halt noch, guck mal. Wenn es mit den Wirbeln nicht klappt, kannst du es auch nochmal machen, aber so spätestens hinten ist ja ein bisschen Wolle. Ah ja, cool, ja.
Ich könnte auch nochmal einen anständigen Rasierer, habe ich hier wahrscheinlich irgendwo, weil ich habe ja alles, was ich will. Mal hier. Richtig. Richtig Wolle. Richtig anpacken. Oh, pardon. Hey, da ist mir das. Da sind mir echt so kleine Bremsen irgendwie. Setzen Sie auf an und warten ganz kurz. Dann merkst du, wie sie einstimmen. Mhm.